Dr. Mondino ist eingeschlafen. Aber sein Gehirn kann wohl nicht schlafen, was? Warum schlafen wir überhaupt? Jeder tut es, aber keiner weiß, wieso. Eigentlich doch total doof, so halb bewusstlos rumzuliegen. Da kann man leicht zum Opfer eines Angriffs werden. Aber irgendeinen Sinn wird das Ganze ja wohl haben. Mal sehen, was das Gehirn im Schlaf so treibt. Es gibt mehrere Schlafphasen. Eine davon ist die REM-Phase. REM kommt von Rapid Eye Movement, den schnellen Augenbewegungen. In dieser Phase ist das Gehirn fast so aktiv, als wäre man wach. Wir laufen nur deswegen nicht ziellos durch die Gegend, weil unsere Arm- und Beinmuskeln wie gelähmt sind. Für Kleinkinder und Babys ist diese Schlafphase besonders wichtig, weil sich hier neue Vorgänge wiederholen, bis unser Nervensystem sie auswendig kann. Unser Gehirn trainiert sich im Schlaf also selbst. Es ist außerdem damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das der Tag in unserem Kopf hinterlassen hat. Informationsverarbeitung eben. Alles, was wir am Tag erlebt haben, wird einem Bereich zugewiesen. Bewegungsabläufe landen im motorischen Gedächtnis. Gefühle im emotionalen Gedächtnis. Und Fakten und Ereignisse werden ins deklarative Gedächtnis gepackt. Und was keinen Eindruck hinterlassen hat, wandert in den Müll. Vor wenigen Jahren wurde herausgefunden, dass das Gehirn im Schlaf nicht nur aufräumt und lernt, es reinigt sich auch noch. Und das geht so. Das Gehirn steckt voller Nervenzellen, die miteinander in Kontakt sind. Nur deswegen bekommen wir überhaupt mit, was in unserer Umwelt passiert und können diese Informationen weiterverarbeiten. Also denken. Dann gibt es einen ganzen Haufen Gliazellen, die ein Stützsystem bilden und für die Isolierung zuständig sind. Viel Platz ist dann nicht mehr. Und bei den meisten Prozessen entsteht in den einzelnen Zellen auch noch Abfall. Deswegen schrumpfen die Gliazellen im Schlaf zusammen und machen Platz, damit der Müll weggeräumt werden kann. Das nennt man glymphatisches System. Und wahrscheinlich hat dieses System auch mit manchen Erkrankungen des Gehirns, wie Alzheimer, zu tun. Um das alles weiter zu erforschen, werden sich die Wissenschaftlerhirne bestimmt noch so einige Nächte um die Ohren schlagen. Aber zwischendurch sollte man auch mal schlafen, damit das Gehirn in Ruhe alles ordnen kann, was es sich wieder in den Kopf gehämmert hat. Man vergisst ja auch so schon genug. Mehr Infos zum Gehirn auf dasgehirn.info.